Also, so Geschichten entstehen ja oft, wenn man schreibt. Und doch ist es so, im Alltag gibt es so ein Medium, wo, glaube ich, die meisten von uns lesen und schreiben. Und das hat so ungefähr so diese Größe. Was könnte das sein? Wo schreibt ihr viel und lest ihr viel? Schätz. Bei einem Taschentuch. Taschentuch. Genau, also bei mir ist es tatsächlich auch so, mein Handy und ich, also wir sind so. Und ich schreibe auch viel und ich lese auch viel. Und früher hat man diese Szene so gespielt, dass man ein Theaterstück genommen hat und einer Person das in die Hand gedrückt hat. Dann hat man gesagt, spielt diese Szene und diese Person durfte nur aus diesem Theaterstück vorlesen. Das ist vorbei. Wir nehmen jetzt ein Handy von euch und einen WhatsApp-Chat. Das heißt, ihr dürft jetzt einmal gucken, welcher Chat bietet spannende Inhalte. Und heute muss es auch nicht jugendfrei sein, weil die Sabine hat ihre Tochter zu Hause gelassen im Vergleich zum letzten Mal. Danke. Ein Chat, ihr könnt da in den Flugmodus gehen und genau, die eine Person wird den Text nur aus diesem Chat beziehen. Ja, so. Traut euch. Handys raus. Lest nochmal einen schönen Satz vor von euch, weil ihr habt so viele schöne Sätze geschrieben. Zum Beispiel, das kann Lukas Podolski besser. So, ich habe hier ein Angebot. Entschuldigung. Ja. Darf ich sagen, warum ich lache? Also, das ist die Gina, das ist meine Freundin. Die hat sie ist mit Thorsten hier und sie nimmt einfach mal den Chat voll mit Thorsten. Ist das für dich denn okay, Thorsten? Alles okay. Ja, aber ich glaube, das kann keiner mehr toppen, das nehmen wir einfach. Wir brauchen aber für diese Szene, brauche ich einen Mitspieler? Wer möchte denn gerne diese Szene mit mir spielen? So. Michael, ich freue mich. Also, es geht um den ersten Tag in einem Job. Deswegen frage ich mal, wo arbeitest du? In der Schule. In der Schule. Wo arbeitest du? In der Versicherung. In der Versicherung. Was haben wir noch? Wo arbeitest du? Im Homeoffice. Wo arbeitest du? Ja. In der Schule. Auch in der Schule. Ja. Ich glaube, wir müssen die Schule nehmen, Michael. Ja, ja. Mhm. Okay, wir starten diese Szene in 5, 4, 3, 2, 1, los! Alle gesund? Ja, ja, ich finde das sehr gut, dass Sie sich Gedanken über die Schüler machen. Guten Tag, ich bin der Rektor Hart Rüschel. Und Sie. Emoji bitte. Das fängt ja gut an, dass Sie sich schon über meinen Namen lustig machen. Oha, Ironie? Wie ist das? Sind Sie eigentlich schon eingestellt? Haben Sie schon einen Vertrag von uns bekommen? Nein, really? Nicht. Also sind Sie heute mal zur Vorstellung hier oder wie haben Sie sich das vorgestellt? Hä? Was zur Hölle? Sie wollen doch hier sich als Lehrerin bewerben oder habe ich das falsch verstanden? Ist okay, verstehe ich voll. Ja, ja, ich bin mir nicht so sicher. Es sind hier heute Bewerbungsrunden, hier, da auf dem Zettel. Also das hätte eh nicht geklappt, außer ich wäre zu meinen Eltern gekommen. Sie kennen meine Eltern? Ja. Und wollen Sie mich jetzt erpressen mit dieser Information, weil Sie irgendwie sagen, meine Eltern, das ist irgendwie eine heikle Angelegenheit? Verstehe ich das richtig? Ich weiß nicht. Aber Sie wollen schon den Job oder haben Sie irgendwie andere Anliegen an mich? Haben wir einen Notfallplan?
Ja, ja, natürlich. Also generell gibt es ja in der Schule einen sehr, sehr ausführlichen Notfallplan. Der wird doch jedes Jahr aktualisiert. Wollen Sie den mal sehen? Ja, ja, können wir antesten. Ja. Antesten heißt, weiß ich nicht, wollen Sie jetzt mal den Ernstfall auslösen? Oder? Ich weiß nicht. Sie machen mir Angst. Meine Eltern sind auch weg. Best. Okay, also. Okay, das war ein bisschen creepy, aber... Aber jetzt, optisch wäre ich nicht abgeneigt. Ja, erstmal wollte ich hören und dann vielleicht konkretisieren. Ja, ja, auf jeden Fall können wir das konkretisieren. Was mache ich denn eigentlich heute Abend? Oh, habe ich noch nichts vor. Ich wollte eigentlich einen Notfallplan aktualisieren. Aber ich könnte das auch auf morgen verschieben. Glück, hab da mal den Support geschrieben. Was? Wegen welche? Wegen des Notfallplans? Oder? Ja. Ja. Okay. Das heißt, ich kann den Notfallplan auch morgen verschieben und wir können uns heute Abend treffen, ist das richtig? Ich weiß nicht. Ehrlichkeit ist sympathisch. Ja, ja, okay. Das stimmt schon. Können wir antesten? Ja, auf jeden Fall. Jetzt könnte ich noch aufklären, was dann jemand wirklich...